Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Heisenberg Zockt. Es heißt Foundation. Ja, ob es jetzt ein ganzes Let's Play wird oder eher so ein bisschen gestrecktes mal reingeschnuppert, das werden wir sehen. Ich möchte mich einfach nicht jetzt hier irgendwie auf eine Folge festlegen, weil ich glaube, das Spiel hat ein gewisses Potenzial. Ja eben, heißt Foundation, ist von Polymorph Games, einem kleinen Entwicklerstudio, ist noch eine Beta, glaube ich, und erscheint im Januar 2019. Das ist zumindest geplant. Ich habe das Spiel schon länger auf dem Schirm, aber es war halt immer ein frühes Stadium und ich dachte, ja, ich schaue mir das gerne mal an, wenn es ein bisschen weiter ist. Das ist es jetzt. Und genau deswegen schauen wir jetzt rein. Wir machen ein neues Spiel. Ja, lassen wir mal Voreinstellung so bleiben. Ein Flussbett wäre nicht schlecht. Dann hätten wir wenigstens Wasser. Ich glaube, das kann nicht schaden. Ja, machen wir mal. Spiel starten. So. Aha, okay. Foundation, hallo, mein Herr. Klingt schon sehr mittelalterlich, sehr nett. Herzlich willkommen. Lesen Sie und so weiter steht hier eben, dass das noch eine Beta ist und dass es da Fehler drin haben kann. Das ist alles klar. Ja, scrollen, machen und tun werden wir gleich. Man sieht hier, man kann reinzoomen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und das liebe ich natürlich bei Spielen. Dann sieht man wenigstens was. Wir gehen mal weiter. Wähle nun dein erstes Stück Land. Also man sieht ja, was es ist. Das ist ein Aufbauspiel. Erinnert mich irgendwie an die Siedler, muss ich sagen. Aber das ist natürlich eher ein Kompliment als irgendwie sonst was. Zumindest ist es so gemeint. Wähle nun dein erstes Stück Land. Das erste ist kostenlos, aber du wirst später weitere kaufen können. Wähle mit Bedacht. Okay, wir schauen mal, was wir kaufen. Hier hätten wir viel Fluss. Hier haben wir von allem ein bisschen und hier haben wir ebenfalls von allem ein bisschen. Das scheint mir ein bisschen größer zu sein hier. Ich nehme mal das hier. Gut. Verwende das Baumenü oben rechts. Wir haben einen Auftrag. Ihr habt einen neuen Auftrag, baut ein Dorfzentrum. Ich muss mal ganz kurz gucken. Moment, bei den Optionen. War hier nicht mal noch Musik irgendwie dabei? Nicht Hauptmenü, Einstellungen, Audio, Lautstärke, Musik. Ich höre nur nichts. Okay, dann ist die vielleicht gerade pausiert. Das kann natürlich sein. Also, wir sollen bauen. Ein Dorfzentrum. Entwicklung mal. Nein, wir sind hier. Dorfzentrum allgemein. Denkmal oder Dekoration. Ich würde sagen, wir nehmen mal allgemein. Und stellen das mal. Moment, nochmal klicken. Mal hier hin. Geht nicht. Okay, warum geht das nicht? Jetzt geht's. Aha, okay, das war irgendwie gerade nicht zu sehen. Egal. Schaut mal, wirklich, man kann bis zur Holzfaser runter. Schon krass. Wohin mit dem Dorfzentrum? Ich würde sagen, vielleicht hier oben. Ein bisschen in Sicherheit, nicht ganz genau beim Fluss. Drehen kann man mit Control und der Maus. Machen wir dich mal zack hier hin. Wow, und dann sind sie schon hier, die Leutchen. Und die sehen so cool aus. Schaut euch das mal an, das ist doch einfach putzig. Und das Spiel hat da tatsächlich wirklich auch einen großen Wuselfaktor. Sowas mag ich natürlich auch immer. Und guck mal, da ist die Musik wieder. So, ihr habt einen neuen Auftrag. Erreicht einen wöchentlichen Gewinn von 500. Das müssen wir nach und nach machen. Das Dorfzentrum haben wir. 8 neue Gebäude freigeschaltet. Die sieht man hier. New Zone Gewinnung ist available. Okay, available. Ich würde sagen, ja, wie bei den meisten Spielen, es kann nicht schaden, wenn wir einen Holzfäller haben. Das geht folgendermaßen. Man schnappt sich das Teil. Ja, und stellt es halt irgendwo hin, wo es Sinn macht. Ich würde mal sagen, hier wäre es nicht so verkehrt. Machen wir mal hier hin. Und jetzt müssen wir denen aber eine Zone machen. Das machen wir hier oben. Entwicklungszonen malen. Wir haben Gewinnung und wir haben verbotenes Land. Da kommt dann noch mehr dazu, nämlich Wohnbereich etc. Verbotenes Land brauchen wir im Moment gar nicht mehr, würde ich sagen. Aber die Gewinnung brauchen wir. Das heißt nichts anderes wie, in diesem Bereich darf Holz gefällt werden. Oder eben, dass hier auch nach Beeren etc. gesammelt werden darf. Das werden wir dann gleich sehen. Ich mache das mal bis zur Grenze hier. Das heißt, hier dürft ihr arbeiten. Und jetzt brauchen wir natürlich noch einen, der arbeitet. Und das weisen wir zu. Entweder wir klicken hier drauf. Beziehungsweise wir bauen natürlich zuerst Leute, die das bauen. Also machen wir hier aus Dominique eine Bauarbeiterin. Und schon rennt sie nämlich los. Machen wir aus ihm hier, aus Willibald, auch noch ein Bauarbeiter. Und den Rest lassen wir mal. Kollege, Bauarbeiten, los. Er guckt. Warum guckt er denn? Warum arbeitet er denn nicht? Ich versuche, meine Bedürfnisse zu erfassen. Wahrscheinlich. Holzfäller. Okay.
Bauarbeiter. Der möchte nicht Bauarbeiten. Können wir nicht mehr als einen Bauarbeiter haben? Ich teste das mal. Barbara, was meinst du? Nee, geht nicht. Okay, dann lassen wir das. Dann reicht einer. Wir brauchen ja nachher noch einen Förster etc. Man kann dann auch, wenn das Teil steht hier. Dominik ist der Baustelle zugewiesen. Ja, geht tatsächlich nur ein Bauarbeiter. Wenn das fertig ist, genau, dann kann man hier nämlich einen freien Dorfbewohner zuweisen. So geht's auch. Zack. Jetzt hat's die gute Barbara erwischt sozusagen. Die ist jetzt ab sofort Holzfäller. Sehr schön. Er wartet hier auf den nächsten Auftrag. Und den werden wir ihm auch gönnen, würde ich sagen. Eine Sammlerhütte. Da werden dann eben Beeren gesammelt. Und man sieht hier oben ist so ein Strauch. Haben wir sonst noch irgendwo Beeren? Nein, aber Steine haben wir hier unten noch. Da kommen wir dann gleich dazu. Okay, einmal Sammlerteil hinstellen. Zack, wäre hier. Da müsste jetzt Kollege Bauarbeiter wieder kommen. Genau, und nachher werden wir hier wieder jemanden zuweisen, der dann die Beeren sammelt. Dann haben wir ein Steinmetzlager. Da haben wir gesehen, das ist hier unten. Der hat dann einen gewissen Weg. Damit muss er leben. So, kann ich jetzt einen zweiten anweisen? Moment. Bauarbeiter, dass sich der auf den Weg macht. Ach, haben wir schon. Hier, Kollege Willibald. Der hat noch nichts gemacht. Der rennt jetzt hier runter, während der andere da oben am Klöppeln ist. Und hier ist tatsächlich schon der Kollege am Holzklopfen, im Baum drin. Aber trotzdem nett. Ich finde das so knuffig hier. Diese Grafik, es ist einfach sensationell. Vor allem eben das Coole ist tatsächlich, dass man so nah ran kann. Das ist das, was ich bei vielen Spielen in der letzten Zeit vermisst habe. Dass man eben wirklich, ja, den Leuten in die Augen gucken kann. So wie den hier. Gut, haben wir sonst noch was? Wir haben natürlich noch einiges. Oh, ein Brunnen ist wichtig. Weil der ist zuständig dafür, dass ja, die Leute zufrieden sind. So, da ist der dritte Bauarbeiter unterwegs, weil wir die alle zugewiesen haben. Die sind halt noch nicht hier hingegangen und haben mitgebaut, weil offensichtlich pro Baustelle ein so ein Kollege zuständig ist. Natürlich kommen dann von außerhalb auch noch Leute. Dafür müssen wir also zusätzliche. Die sehen wir hier. Also, was wir haben. Und da kommen weitere Leute dazu, sobald ja, die sehen, dass sich das auch lohnt. So, die Beeren haben wir auch. Dann würde ich sagen, machen wir aus dir gleich mal eine Sammlerin. Und das kann man jetzt so machen. Ja, die müsste jetzt eigentlich sammeln. Ich konnte Beeren nicht in der Nähe finden. Aha, okay, ich weiß auch warum. Die müsste jetzt sammeln. Wenn sie nichts mehr zu sammeln hat, dann würde sie, glaube ich, wieder Bauarbeiter werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum die jetzt nicht an die Beeren rankommt, das hat ganz einfach damit zu tun, dass wir hier die Gewinnung nicht eingezeichnet haben. So, jetzt haben wir eine Gewinnung und schon rennt sie los. Das funktioniert also schon mal. Und hier unten müssen wir Gewinnung eben auch noch einzeichnen. So, das heißt, wenn dann das Ding fertig ist, ich baue. Okay, wenn das Ding fertig ist, dann weisen wir jemanden zu. Dann geht der hier runter und gewinnt sozusagen dort. Gut, wir haben noch freie Arbeiter. Wir schauen mal nochmal, was wir noch bauen könnten. Brunnen, Lagerhaus, Sammlerhütte, Steinmetz haben wir. Was wir noch nicht haben, ist ein Sägewerk. Das würde ich dann doch eher in die Nähe stellen. Oh, und guck mal, das ist das erste Gebäude. Einfach cool. Mich erinnert das, ich zeige es euch gleich. Moment, erstmal hinstellen, richtig ausrichten. Denke mal, das wäre hier eher vorne. So, ja, jetzt kann ich es natürlich nicht zeigen, weil es erst gebaut werden muss. Aber das Ganze erinnert mich, ich weiß nicht, es ist so plastisch. Irgendwie erinnert es mich an Playbig-Männchen. Ja, sie sehen ein bisschen anders aus, aber so dieses ganze Holz etc. Keine Ahnung warum. Irgendwie ist es wirklich wie so ein Playstation, sage ich schon. Playmobil-Ding, das man einfach gerne auch anfassen würde. Man möchte es in die Hand nehmen und damit spielen. Aber okay, in die Hand nehmen geht nicht, spielen geht dafür umso besser. Haben wir sonst noch was, was wir gerade tun können? Von wegen Lagerhaus, Brunnen, Sägewerk. Ich glaube, jetzt haben wir alles gebaut. Das wären 2, 4, 5, 6, 7. 7 Sachen. Wir zählen mal. 1, 2, 3, 4, 5. Da fehlen doch noch 2. Was haben wir denn noch nicht gemacht? Das Lagerhaus fehlt natürlich noch. Den Brunnen haben wir. Ja, da fehlt eigentlich nur noch das Lagerhaus. Okay. Ui, auch ein relativ großes Teil. Da sieht man schon, der Bereich davor, das ist der Bereich, wo dann tatsächlich gelagert wird. Den müssen wir auch frei halten. Warum nicht hier rauf? Moment, nach hier oben setzen das Ganze. Und dann können sie dort dann entsprechend die Sachen lagern. Dann liegen die eben nicht mehr hier, sondern da oben.
Gut, sie bauen, klöppeln und machen. Haben wir keine Bauarbeiter mehr. Wir weisen den mal zu. Okay, er baut aber trotzdem nicht, weil hier wahrscheinlich irgendwas fehlt. Oder machen sie nur eins nach dem anderen? Ich weiß nicht. Zuweisen müssen wir da nichts. Das wird ja erst gebaut. Da können wir also im Moment noch warten. Hallo, Kollege? Ach so, der ist fertig mit der Baustelle. Okay, sehr gut. Dann können wir den nämlich anweisen, dass er nicht mehr Bauarbeiter ist, sondern Steinmetz. Und dann nimmt er die Arbeit auf. Schon wird Stein gemetzt. Wunderbar. Hier oben passt es, glaube ich, soweit. Der ist ja da am Holz machen. Die Sambeeren sammeln. Den Brunnen haben wir auch. Warum das jetzt hier gerade nicht gebaut wird, ist mir ein Rätsel. Warte auf einen Baumeister. Okay, das müsste hier eigentlich Kollege Baumeister sein. Bauarbeiter. Der macht das aber nicht. Warum macht er das nicht? Wir machen mal aus dem einen Holzfäller. Weil da kann man natürlich auch mehrere Leute zuteilen. Weil einen Baumeister in dem Sinn haben wir nicht. Holzfäller, Sammler etc. Also da ist schon der Bauarbeiter gemeint. Und der Bauarbeiter wird, passiert auch nichts. Wir weisen die mal noch alle zu. Wir brauchen nochmal einen Bauarbeiter. Ne, bringt nichts. Okay, dann machen wir aus dem einen Schreiner. Dann wird der Schreiner, sobald das Teil steht. Und aus dir. Marktarbeiter brauchen wir noch nicht, weil wir das noch nicht bauen können. Warte auf einen Baumeister. Ist ja interessant, warum das nicht funktioniert gerade. Aber das wird schon noch funktionieren. Wir warten jetzt einfach mal. Wer hat sonst noch was gebaut? Das wird gebaut. Da fehlen Steine. Okay, die werden hier unten geklöppelt. Das ist aber, wie gesagt, natürlich auch ein bisschen weit weg. Also der muss dann hier halt zurücklaufen oder sie und bringt die Waren dann hier hin, die Steine in diesem Fall. Und sobald sie die Steine haben, können sie hier weiterbauen. Und dann werden sie wahrscheinlich hier erst dann das Ganze aufnehmen, wenn das Ding steht. So, du wirst mal noch Steinmetz und du wirst Sammler. So, wie viele Leute man da zuweisen kann, sieht man, glaube ich, hier. Nein, sieht man nicht, aber sieht man, wenn man hier draufklickt, 2 von 3 Sammlern zugewiesen. Das sieht man schon, da hätte man auch noch ein paar mehr zuweisen können. Haben wir noch mal jemanden? Nein, deswegen können wir keinen zuweisen. Das hat also auch seine Richtigkeit soweit. Und jetzt heißt es auf die Steinchen warten. Und ich bin dann gespannt, was hier beim Fluss passiert. Wow. Das ist ja irgendwie doch ein relativ reißender Strom. Wenn mir da mal bloß keiner reinfällt von euch. Das ist nicht ungefährlich. Da müsste man dann doch relativ gut schwimmen können. So, jetzt sind sie zu zweit dran. Okay, sie hängen ein bisschen ineinander drin. Aber das ist ja okay. Sieht trotzdem einfach nur cool aus. Wie die hier so rumdackeln, machen und tun. Wir düsen mal hier rauf. So, mit der Cam ein bisschen schwierig. Jetzt habt ihr schon die einen oder anderen Steine. Einen Stein haben sie. Das ist aber schwierig. Die brauchen Zähne. Wir könnten natürlich nochmal ein Steinmetz sozusagen machen. Oder haben wir 3 Stück? Ne, Bauarbeiter ist sie. Dann wirst du jetzt aber Steinmetz. Geht nicht. Aha, weil sie wahrscheinlich gerade beschäftigt ist. Die trägt hier Sachen hin und her. Ach, okay, die Bauarbeiter transportieren dann auch Sachen. Also sprich die Steine hier rauf. Ja, gut zu wissen. Ja, weil sie natürlich die Steine hier brauchen. Deswegen holen sie die sozusagen selber. Während die hier fleißig Beeren sammeln. Cool, man sieht nur die Köpfchen. Gut, bist du hier arbeitslos? Weißt du gerade nicht, was du tun sollst? Du bist Bauarbeiter. Mhm. Du wartest wahrscheinlich darauf, dass du hier loslegen kannst. Aber weißt du was? Mach doch Steinmetz, solange du nichts zu tun hast. Weil dann kommen wir nämlich schneller an unsere Steine, die wir da oben brauchen. So, sie klöppeln wieder oder immer noch. Wunderbar. Und die Häuser, die kommen erst später und die werden selber gebaut. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich baue eigentlich relativ selber gerne. Aber wir müssen dann ein Wohngebiet zuweisen. Und nachher werden die da selbstständig Häuser hinstellen. Mal gucken, wie gut sie das machen. Wir werden es sehen. So, haben wir sonst noch was? Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich alles. Beziehungsweise wir haben natürlich hier auch noch was. Mal schnell gucken. Gewinnung. Ne, hier haben wir nichts mehr. Lagerhaus, Schneiderei, bla bla bla. Holztor etc. Mauern bauen wollen wir noch nicht. Territorium. Okay. Budget. Ausgaben. Alles klar. Hier haben wir noch den Handel. Den können wir erst wirklich betreiben, würde ich behaupten, wenn wir dann auch wirklich ein Marktdingens haben. Gut, machen wir hier zu. Hier oben sehen wir, was wir alles gewinnen.
Beeren, Holz etc. Sehr gut, 3 Steine. Wie viele Steine habt ihr denn jetzt hier? Wenn wir mal gucken. Ich möchte das Dorfzentrum auch nicht aufgeben. Ich möchte hier Escape, geht nicht. Moment, wo habe ich denn jetzt hier oben geklickt? Wir machen mal den hier. Ja, dann kann ich hier wieder drauf. 6 von 10 Steinen. 4 Steinchen fehlen noch. Aber ich denke, das kann auch nicht mehr ewig dauern. Weil hier ist ja die ganze Mannschaft am Steinmetzen. Und zwar genauso viele... Ne, doch nicht. Da könnte man nochmal 2 weitere zuweisen. Ja, aber da haben die Leute nicht für. Weil irgendjemand muss noch fürs Holz gucken. Irgendjemand muss Beeren sammeln. Da kann man dann auch nicht übertreiben. Ah, ich mag einfach diese Grafik. Also auch wenn ich jetzt zum 10. Mal sage. Aber das sieht einfach irgendwie völlig cool aus. Und ich denke mir schon, wenn man da eine große Stadt hat... Ja, dass da der Wuselfaktor dann doch relativ enorm ist. Cool. Gut, wie sieht's aus? Das Dach kommt hier langsam in die Gänge. 9 von 10 Steinen. Sieht man da sogar... Hildegard bringt einen Stein. Okay, da sieht man sogar, dass jemand unterwegs ist und den letzten Stein bringt. Und wenn der dann da ist, dann sollte es da hinten dann losgehen. Da könnte man eigentlich den Bauarbeiter, der hier zugange ist, gleich mal rüberziehen noch. Na? Ja, das müsste dann die Hildegard sein. Sehe ich das richtig? Jawohl. 22 Jahre alt, weiblich. Dann bring die mal nach da oben. Und dann werden wir gucken, wie hier Kollege Sägewerk entsteht. So, die müsste jetzt eigentlich fertig werden. Sie klopft, macht und tut. Aha, und da haben wir das schöne Teil. Sehr schön. Weißt du was, gute Frau? Aus dir machen wir gleich mal einen Schreiner. So, dann kann man den Bauarbeiter eben aktiviert lassen. Und jetzt müsste sie eigentlich schreinern. Warum schreinert sie denn nicht? Sie geht nochmal hier runter. Okay, ach, holt nochmal einen Stein. Okay. Ich hole mir gerade ein paar Ressourcen. Ach, weil sie wahrscheinlich hier hinten baut. Deswegen holt sie jetzt die Sachen. Dann nehmen wir hier Schreiner wieder weg und machen aus einem von den Steinmetzen den Schreiner. Schreiner, Steinmetz weg. Okay, der müsste jetzt eigentlich das merken. Er sammelt aber immer noch fleißig Steine. Okay, Gebäude fertiggestellt. Der Brunnen, sehr gut. Wenn ich hier mal klicke, Moment. Wie viele haben wir? 3 von 5. Also irgendwie ist das noch nicht ganz angekommen bei dem einen, dass er jetzt nicht mehr wirklich Steinmetz ist. Jetzt muss ich aber aufpassen hier, was ich mache. Bauarbeiter. Ja, die trägt halt Sachen rum. Jetzt müsste eigentlich einer von denen. Aha, jetzt hauen alle ab. Okay, muss das so sein? Nochmal gucken. 3 von 5 Steinmetzen. Die gehen jetzt halt zurück. Ich glaube, die haben tatsächlich eben auch, ja, Ruhepausen etc. drin. Oder gehen die bauen? Ne, die gehen zum Brunnen, die haben Durst. Gut. Steinmetz. Aha, dann gehen sie zurück. Gut, wie sieht es mit dem anderen hier aus? Steinmetzbauarbeiter, wie sieht's mit dir aus? Holzfäller. Okay, und der hier oben. Wo haben wir denn jetzt den, den wir eigentlich zugewiesen haben als Schreiner? Machen wir das so. Jetzt rennt er auch hier runter. Ich hole mir gerade Ressourcen. Ich kriege irgendwie keinen Schreiner hin. Beziehungsweise, bist du jetzt Schreiner? Ja, er geht da rein. Sehr gut, dann wird hier geschreinert. Da bin ich ja beruhigt. 1 von 2 Schreiner zugewiesen. Man sieht schon, man braucht auch ein paar Leute mehr, damit man wirklich alles hier auffüllen kann. Und jetzt hier oben fehlen wahrscheinlich wieder Steine, nehme ich an. Ne, nicht mal. Was fehlt denn hier? Bretter. Ah ja, deswegen haben wir hier das Sägewerk. Beziehungsweise machen die Bretter. Die machen Bretter aus Holz. Sehr gut. Dann haben wir das in der richtigen Reihenfolge gemacht. Dann müsste das eigentlich soweit funktionieren. So, man kann auch später, glaube ich, noch irgendwie Tore etc. setzen. Das hat man hier eh schon gesehen. Moment. Hier unten Holztor und Leibeigene etc. Kann man, glaube ich, auch haben oder bekommen. Weil hier oben sieht man 3 Fraktionen. Prunk, Königreich und Klerus, also Kirche, Königreich etc. Und da kommen von denen dann Aufgaben. Da muss man dann gucken, auf welche Seite man sie schlägt oder ob man nicht besser alles eigentlich sogar selber behalten möchte. Ist auch nicht verboten. Finde ich relativ angenehm. Gut, die sind immer noch am Sammeln wie die Wilden. Ich denke, es geht voran. Der ist hier auch dran. Okay, da haben wir schon 4 Bretter. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir auch noch einen Bauarbeiter frei haben.
Guck mal hier schnell. Bauarbeiter, Bauarbeiter. Oh, da haben wir zwei Arbeitslose. Nee, das geht natürlich nicht. Ja, wobei eben, wäre eigentlich Bauarbeiter. Und der Charles, der tut auch nichts. Der wird auch Bauarbeiter. Okay, müsste eigentlich klappen, dass jetzt da hinten gebaut wird. Ja, es wird. Okay, hat Sachen geholt. Und da ist sie wieder am Rumhämmern. Die gute Frau. Gut. Ja, später kann das natürlich dann wahrscheinlich mal noch recht anspruchsvoll werden. Wenn man dann alles verwalten muss, dann kann es auch sein, dass man noch in eine gewisse Hektik verfällt. Aber sonst muss ich sagen, das Spiel hat da etwas, ja, komplett Entspannendes. Ist sowas ein bisschen, ja, wie Banished. Banished ist zwar anders, aber so vom Faktor Entspannung her finde ich es ähnlich. Ein bisschen Hoffnung habe ich noch darin, dass hier vielleicht irgendwann Schnee fällt. Ich weiß es nicht. Aber würde natürlich relativ gut zu so einem Spiel passen. Einfach von der Optik her. Wenn hier so leise rieselt der Schnee, das mag ich schon immer sehr. Okay, Autospeicher. Passt, jetzt haben wir hier keine Arbeitslosen mehr. Das heißt, das können wir so laufen lassen. Sie klopft, macht und tut. Und dann sind wir hier bei 8 von 15 Brettern. Und der Rest sollte hier hinten dann folgen. Im Prinzip könnte man mal schneller stellen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Bei solchen Spielen habe ich am liebsten einfach die Echtzeit. Ich möchte den zugucken und möchte das Gewusel sehen. Da wuselt es jetzt zwar nicht, aber dafür klopft. Das ist ja eigentlich auch genau das, was wir wollen. Dann gibt es hier Steinchen. Bestens. So, irgendwann werden wir hier alles erreicht haben, so weit. Dann kriegen wir hier wahrscheinlich ein neues Ding, von wegen, was wir neu machen können. Und hier werden dann diese Sachen freigeschaltet. Weil wir haben Lagerhaus, Brunnen, Sägewerk, Steinmetz, Sammlerhütte. Wir haben eigentlich alles, Sägewerk. Ja, sobald das Lagerhaus steht, haben wir alles. Und dann müsste es ja irgendwie weitergehen, würde ich mal behaupten. So, da gehen wir wieder raus. Ich möchte hier nochmal gucken. 10 von 15. Sehr gut. Er ist bessert. Kommt der hier hinterher? Der hat kein Holz. Hier haben wir 2 von 3 Holzfällern. Ja, lassen wir mal. Aber wir brauchen auch die Beeren, wir brauchen die Steine. Also ich denke, die Verteilung von den Arbeitern, die ist gar nicht mal so verkehrt. Was haben wir hier noch? Grenzen anzeigen. Zonen immer anzeigen. Das sind die Zonen, die wir hier gemacht haben, von wegen Gewinnung etc. Ja, das reicht aber mit diesen Zonen. Also das können wir so lassen. Hier hinten brauchen wir keine Zone. Also das Lagerhaus. Hier beim Brunnen auch nicht. Hier unten werden wir dann noch eine machen müssen, sobald wir irgendwas mit dem Wasser eben auch anfangen können. Soweit sind wir dann doch noch nicht. So, gute Frau. Worauf wartest du? Kriegst du keine Bretter? 5 Stück noch. Bringt er gerade welche? Irgendwas macht er. Ne, er hat schon wieder Durst, der Herr Schreiner. 0 von 2 Schreinern zugewiesen. Habe ich jetzt irgendwie... Kein Wunder, dass es keine Dings mehr gibt. Warum ist jetzt... Der hier zum Beispiel, der ist doch Schreiner. Nein, jetzt ist er Schreiner. Steinmetz, nein, Schreiner. Jetzt rennt er wieder da runter. Jetzt hat er es gemerkt. Okay, gut. Dann haben wir jetzt wieder einen Schreiner. Kein Wunder, dass es keine Bretter gibt. Ich glaube, ich habe den zum Bauarbeiter gemacht, weil er als arbeitslos angeschrieben war. Kann das sein? Ist jetzt wieder einer arbeitslos? Tatsächlich ist Charles arbeitslos. Machen wir mal zu. Da müsste man eigentlich auch hingehen können. Ach, er hier drin. Mach doch auch mal, Schreiner. Wo ist er denn? Hängt der fest? Ich weiß es nicht. Oder ist das der, der gerade reingegangen ist? Naja, wie auch immer. Wir haben hier einen von zwei Schreinern zugewiesen. Freien Dorfbewohner zu wissen, Charles. Das würde eigentlich soweit passen. Dann ist der jetzt aber nicht mehr arbeitslos. Doch, ist er immer noch arbeitslos. Mach uns halt den Schreiner. Warum klicke ich denn immer zuerst auf Steinmetz? Ich weiß es gar nicht. Wer bist du? Aha, du bist genau Hildegard. Die hat sich die Sachen wieder selber geholt, weil hier wieder Bretter hergestellt wurden. Okay, einen von zwei Schreiner zugewiesen. Ja, das müsste eigentlich soweit funktionieren. Dann sind wir jetzt bei 12 von 15 Brettern. Noch 3 Stück und dann ist unser Lager fertig. Ja gut, liebe Freunde. Das war's mit Teil 1 von Foundation. Ich hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, ich finde das Spiel sehr knuffig, sehr cool. Und ich bin gespannt, was da weiter noch kommt. Ich werde jetzt aber dieses Spiel nicht in den Sendeplan aufnehmen, weil ich nicht weiß, wann ich weiterspielen kann, wann neue Videos kommen. Aber ich würde sagen, 2-3 Videos werden wir davon sicher noch sehen.
Einfach, ja, weil es halt Spaß macht. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Huch. So, jetzt hier ein bisschen gesitterter Abstand. Moment. Jetzt. Tschüss.